Hallo liebe Wargamer, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Strategic Command in einer Multiplayer-Partie gegen meinen Freund Frank. Ja, wir waren in der letzten Runde überaus erfolgreich. Wir konnten im Norden Leningrad erobern und im Süden in den Wüsten Ägyptens konnten wir Kairo erobern. Das waren natürlich zwei wichtige Positionen und wir dürfen uns über deren Einnahme freuen. Darüber hinaus haben wir eine Falle im Bereich der Barentssee aufgebaut. Dort waren britische Marineeinheiten aufgetaucht, die unserem U-Boote angriffen. Und wir dürfen gespannt sein, ob die Falle dann auch in dieser Runde zuschlagen wird. Schauen wir mal, was die Wiederholung uns so verrät. Ja, wir sehen was im Persischen Golf, Bewegungen im Irak, Rückzugsoperation vor Leningrad und ja erneute Angriffe auf unsere U-Boote. Ich denke mal, dass es ihm wohl gelingen wird, dieses U-Boot in dieser Runde zu versenken. Ja, und der Flugzeugträger ist da. Er befindet sich direkt nördlich von Pechenga. Ich hoffe mal, dass wir ihn dort auch wieder aufklären können. Unser U-Boot taucht endlich ab. Es hat nur noch einen Punkt. Das U-Boot taucht erneut ab. Ich hoffe, dass es irgendwie überlebt. Oh, es befindet sich am äußersten Kartenrand. Ich glaube, so hoch standen noch nie Einheiten von mir. Ein Schlachtschiff ist hier auch aufgetaucht. Das taucht nochmal ab, unser tapferes U-Boot. Ja, und er entdeckt leider unsere Flotte. Das ist ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass sie verborgen bleibt. Aber nun gut, es wird hier zu einer heftigen Seeschlacht in dem Bereich kommen. Ja, und er ist scheinbar mit seiner gesamten Flotte hier oben hingezogen, um jetzt auch den Seeweg in Richtung Achangels freizukämpfen. Ja, es war geschickt von ihm mit dem U-Boot zu scouten, aber auf der anderen Seite, ja, macht er das auch eine ganze Menge Sinn. Oh ja, und er hat schlechtes Wetter in seiner Runde. Es ist Schlamm im Bereich Moskau. Ich hoffe mal, dass wir in unserer Runde besseres Wetter haben werden. Ja, und das war's schon. Wir kriegen Verstärkungen. Es dürften in Summe 5 Garnisonen sein. Jawohl, das sind sie auch. Dann schauen wir mal nach Norden. Also unsere Marinebomber können auf jeden Fall den Gegner erreichen. Wobei die Schlachtschiffe jetzt mal nicht unser primäres Ziel sind, sondern wir wollen ja versuchen, den Flugzeugträger wieder aufzudecken, wobei unsere Jäger auch nicht eine allzu große Reichweite jetzt haben. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Also der Flugzeugträger wäre das primäre Ziel, auf das wir operieren müssen. Gut, es bahnt sich hier eine kräftige Seeschlacht an. Ja, um Leningrad herum gab es Umgruppierung. Narva ist mittlerweile besetzt. Aber wir kommen ja auch mit ordentlichen Kräften hinterher. Rischow war besetzt. Wir hatten das Korps ja schon angeschlagen. Er hat es natürlich verstärkt. Aber wir dürften in dieser Runde auch noch mal ganz gut vorankommen. Und wir haben gutes Wetter. Überall haben wir gutes Wetter. Das hätte eigentlich mein erster Blick sein müssen. Was für ein Wetter haben wir? Ja, das wird noch mal eine Runde mit deutlichen Vormarschen und Vorstoßaktionen werden. Was passiert hier im Irak? Ja, das Hauptquartier marschiert vor, befindet sich also auf dem Landweg in Richtung Bagdad. Aber unsere Einheit hält die Hauptstadt ja nach wie vor, die irakische Hauptstadt. Sehr schön. Ja, das heißt, wir können in dieser Runde dann kräftig hinterherstoßen. Wir hatten in der letzten Runde auch schon überlegt, ob wir eventuell sogar noch Einheiten wieder zurück ins Reich verlegen, um für eine mögliche Invasion Anfang 1942 gewappnet zu sein, aber das können wir uns nochmal in Ruhe überlegen. Gut, ansonsten ist nichts Besonderes passiert. Ich mache mir so meine Gedanken. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann werden wir jetzt einmal unsere Seeschlacht schlagen. Ja, also das primäre Ziel muss ja der britische Flugzeugträger sein.
Und ich hoffe mal, dass wir ihn wieder aufklären können. Er befand sich ja hier nördlich von Pechenga. Also irgendwo im Bereich dieser Konvoiroute konnte er stehen. Er hat Luftangriffe geflogen, das heißt, seine Bewegungspunkte dürften nahezu aufgebraucht gewesen sein. Und insofern, ja, müsste er sich irgendwo hier in diesem Bereich befinden. Wir werden zunächst einmal unsere Jäger einsetzen, um so viel Seegebiet vor Pechenga zu scouten, wie es möglich ist. Ganz so viel können wir leider nicht aufklären. Ah, hier befindet sich schon mal nichts. Und wir werden auch in Richtung Norden fliegen mit dem italienischen Jäger. Gut. Ja, wir haben hier oben ja unser deutsches U-Boot stehen, das ja mittlerweile massiv angeschlagen ist mit einem Wert von 1. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das noch retten können. Man könnte also jetzt, es befindet sich auch im Modus Schleichfahrt, einfach eine Fahrt hier in Richtung Pechenga durchführen, in der Hoffnung, dass es dann unter allen gegnerischen Marineeinheiten hindurchtaucht und gleichzeitig ein möglichst großes Stück der Wegstrecke scoutet. Ja, wir werden das mal einfach mit dem U-Boot probieren. Ja, und es wurde offensichtlich aufgehalten. Wir stoßen auf einen gegnerischen Zerstörer. Dann versuchen wir uns weiter in Richtung Süden einfach nochmal durchzumogeln. Oh ja. Sehr schön. Und wir stoßen hier auf den britischen Flugzeugträger. Gut. Ja, damit haben wir ja ein Ziel bekommen. Kommen wir mit dem mittleren Bomber hin? Nee, der hat leider nicht genügend Reichweite. Kommt also auch nicht an das britische Schlachtschiff hier im Osten heran. Ja, aber vielleicht decken wir ja irgendwo noch eine Einheit auf. Das U-Boot dürfte nicht nah genug herankommen. Nee. Ja, dann setzen wir es trotzdem mal zum Scouten ein, um so ein bisschen, ja, na, das heben wir uns noch auf. Und wir haben hier unten auch noch unsere Schlachtflotte liegen. Also, wie kriegen wir unsere Schlachtflotte jetzt möglichst problemlos an den Gegner herangezogen? Ja, hier kommen wir, ja, dann werden wir mal mit den schweren Kreuzern in Richtung Westen scouten, um hier den Seeweg frei zu scouten. Ja, das sieht gut aus. Und in welchen Hafen laufen wir mit ihm ein? Ja, wir ziehen uns mit der Einheit nach Murmansk zurück, sodass wir dann hier in der nächsten Runde auffrischen können. Welche Angriffe bekommen wir hin? 1-1 wird nur angezeigt. Das ist jetzt nicht so überzeugend. Also grundsätzlich gehen wir heran. Ja, dann versuchen wir mal mit dem U-Boot jetzt den restlichen Seeweg in Richtung Norden freizulegen. Okay, hier steht ein weiteres Schlachtschiff und ein Zerstörer. Ja, und wir kommen gut voran. Der Seeweg scheint soweit erstmal. Oh. Ich wollte gerade sagen, der Seeweg scheint soweit schon mal frei zu sein, aber nein, wir stoßen hier auf ein britisches Schlachtschiff. Ja, was ist denn im rückwärtigen Raum los? Also wir können ja doch noch aufklären mit diesem U-Boot. Das sollten wir doch mal passend heranziehen. Also hier hinten, westlich des Flugzeugträgers, haben wir ein freies Seegebiet. Ja, und die kommen heran. Dann fahren wir jetzt auch vor. Mal sehen, was wir mit den Schlachtkreuzern ausrichten können. Angriff von 1-2. Hier haben wir auch einen Angriff, na, von 1-1. Nee, dann sollten wir erstmal mit unserer Marine angreifen. Das macht sicherlich mehr Sinn. Ja, der ging ja nicht so gut aus.
Und wir können uns vom Feld zurückziehen. Rücken wir mal mit der nächsten Einheit vor. Ja, wir kommen auch vernünftig heran. Ja, ich überlege gerade, wie wir uns am geschicktesten positionieren, um hinterher unsere Einheiten auch noch ein bisschen geschützt zu halten. Wir werden uns hiermit nicht mehr, wir haben eine Reichweite von 4, nach dem Angriff werden wir uns nicht mehr wegbewegen können. Aber den werden wir jetzt trotzdem durchführen. 1, 2, okay. Schwerenkreuzer hinterher. Ja, dann fahren wir auch jetzt vor. Dann könnte der so ein bisschen Schutz gegenüber dem britischen Schlachtschiff aufbauen. Allerdings ist er natürlich auch sehr angreifbar in diesem Feld. Das wird ein sehr schmerzhafter Angriff durch das britische Schlachtschiff werden. Wir bekommen 0-1er Angriff mittlerweile hin. Was kriegen denn unsere Luftwaffe? Die kriegt auch 0-1er Angriffe hin. Der nur ein 1-0er, das ist nicht so schön. Ja, dann setzen wir mal nach mit dem Schwerenkreuzer. Ja, oder ziehen wir uns doch noch ein Feld zurück? Also wenn er einen vorbereiteten Angriff hier mit seinem Schlachtschiff hat, dann wird das sehr, sehr schmerzhaft werden für den schweren Kreuzer. Der ist einfach zu brutal unterlegen. Dann ziehen wir uns doch ein Feld zurück und schützen mal diese Einheit. Ja, dann können wir jetzt noch unsere Marinebombe einsetzen. Ja, das lief gut. Wir haben noch einen Angriff frei. Das lief nochmal gut. Ja, jetzt muss es die italienische Einheit richten. 0-0 wird angezeigt. Das wird wohl kaum klappen. Aha, ein Punkt bleibt übrig. Das gibt's nicht. Und mit dem U-Boot noch einen Angriff frei? Das probieren wir aus. Ja, und der Flugzeugträger zieht sich zurück. Kriegen wir diesen Kreuzer noch herangezogen? Nee. Nee, durch die Bewegung in Richtung Süden sind seine Bewegungspunkte jetzt zu niedrig, um den Gegner zu erreichen. Ja, schade, 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 schade. Das hätte gut klappen können. Wir haben noch einen Angriff mit dieser Einheit frei. 0-1 auf den Zerstörer. Ja, dann werden wir den auf jeden Fall auch durchführen. Aha. Dann können wir uns noch ein bisschen verschieben. Die Jäger so ein bisschen aufrücken lassen, sodass wir etwas mehr Scouting-Reichweite in Richtung Meer gewinnen. Aber ganz so viel ist es ja nicht. Der steht eigentlich ganz gut und der italienische Marinebomber steht auch gut. Ja, dann können wir hier an dieser Stelle leider nicht mehr machen. Ah, ich hätte. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir hätten den schweren Kreuzer erst noch hier in der See stehen lassen sollen, um ihn dann doch noch nachziehen zu können, um auf den Flugzeugträger zu operieren. Aber so, ja. Ja, das war ein Fehler. Aber sowas gehört zum Spiel dazu. Auf der anderen Seite haben wir ihn fast versenkt. Und er wird mit seinen Luftangriffen auch nicht mehr ganz so effektiv gegen unsere Marineeinheiten vorgehen können. Dennoch sehen wir hier 1, 2, 3 britische Schlachtschiffe. Ich meine, wir hätten hier unten auch noch ein weiteres Schlachtschiff gesehen, aber ich mag mich jetzt auch täuschen. Also haben wir irgendwo 3 bis 4 britische Schlachtschiffe vor uns stehen. Das kann dann doch sehr schmerzhaft für unsere Einheiten hier werden. Also ich denke, wir werden wohl auch Versenkungserfolge der britischen Marine in der nächsten Wiederholung wahrnehmen müssen. Gut. Hier haben wir noch U-Boote im Anmarsch. Die holen wir natürlich hinterher. Frage mich, ob wir uns so ein bisschen hier so aufgefächert positionieren sollten, falls er versucht, irgendwie seinen Flugzeugträger in Sicherheit zu bringen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee, wenn wir uns mal versuchen aufzufächern.
Oh, wir haben Feinkontakt. Dann gehen wir auch hier eher in eine nördliche Position hinein. Sehr gut. Ja, das ist ein bisschen schade, dass er uns hier jetzt aufklären konnte, aber er weiß, hier ist was im Anmarsch und wir haben Luftwaffe hier. Das weiß er auch. Also es wird jetzt nochmal ein heftiger Schlag aber draus in der nächsten Runde werden. Gut, dann kommen wir zu den Finnen. Ja, wir hatten ja die Belagerung von Kandalatschka aufgegeben, ziehen uns mit der Garnison nach Salla hinein, werden sie hier verstärken und vielleicht dann doch nochmal in Richtung Kandalaksha vorrücken. Ansonsten stehen wir hier gut. Unsere Spezialkräfte nehmen die Ortschaft ein. Ja, und somit haben sie auch wieder eine vernünftige Versorgung. Also sie waren ja in dieser Runde unversorgt und mussten aus ihren Vorräten leben, haben aber in der nächsten Runde eine Versorgung von 3 und dann kann man auch weiter in Richtung Osten vorrücken. Gut, dann geht es jetzt um Leningrad weiter. Wir haben relativ schöne Angriffe auf die Armee frei. Ich hoffe mal, dass wir sie jetzt aus dem Spiel nehmen können. Ja. Und sie zieht sich freundlicherweise sogar noch zurück. Dann holen wir schon mal unsere Armee vorsichtshalber nach vorne. Ja, und der Gegner wird geworfen. Also, was haben wir denn noch? Wir haben noch mit der Armee einen Angriff frei. Kommen mit dieser Einheit aber leider nicht nach Leningrad hinein. Die hätte auch noch einen Angriff frei. Ich würde ganz gerne die Versorgungssituation etwas verbessern, indem wir das Hauptquartier herunterziehen. Dann werden wir mal einfach so aufrücken. Und das Korps hinterher. Ja, und werden natürlich noch den 03er Angriff gegen die Flak ausführen, der deutlich besser als vorhergesagt ausgeht. Das ist ja auch mal sehr schön. Dann haben wir noch das sowjetische U-Boot. Und es taucht ärgerlicherweise ab. Wo ist das denn wohl jetzt hin verschwunden? Da ist es hingesprungen, okay. Ziehen mit dem Zerstörer nach, setzen nach. Aua. Naja, ausgleichende Gerechtigkeit für unseren erfolgreichen Angriff auf die Flak. Wir umstellen das U-Boot mal und können aber auch noch unseren Jäger einsetzen. Ja, der mal etwas besser austeilen kann. Die Versorgung ist in der nächsten Runde sehr gut. Wir verlegen uns noch ein Feld. Sehr schön. Ja, dann schauen wir noch mal. Die Marine ist bewegt. Die Finnen sind soweit bewegt. Wir machen noch einen Aufklärungsflug mit dem Jäger in Richtung Lugan. Und erkennen, dass die Stadt zumindest mal frei ist. Gut, dann werde ich mir als nächstes einmal Gedanken machen zu unserer Heeresgruppe Nord. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Als nächstes legen wir dann eine kurze Sequenz für die Heeresgruppe Nord ein. So viel gibt es hier nicht zu tun. Wir rücken natürlich auf und werden auch nochmal vorrücken, um die Karte jetzt auch vollständig in unserer Farbe zu streichen. Und haben auch noch eine Versorgung von 1 in der nächsten Runde in diesem Feld. Gut, Tallinn ist erobert. Wir können auch an dieser Stelle aufrücken. Nehmen Anschluss an die Einheit in Narva, an das sowjetische Korps in Narva und haben damit auch diese Befestigungsanlagen aus dem Spiel genommen. Kriegen hier aber nur 0-0er Angriff hin. Die Einheit ist mit 3 verschanzt. Aber wir hätten ja auch noch den Bomber, den wir aus dem Süden heraus ansetzen könnten. Der würde die Verschanzung auch mal einen Punkt weiter herunterbringen. Gut, machen wir erstmal die restlichen Bodenbewegungen. Wir rücken in Richtung Luga auf. Erobern die Stadt auch. Ziehen so weit nach, wie es geht. Bringen unser Hauptquartier hinterher.
und marschieren mit den Mechanisierten in Richtung Novgorod. Sehr gut. Ja, wir kriegen auch diese Armee schon relativ weit nach vorne geworfen. Das werden wir dann auch tun. Schauen wir mal, wie die Versorgung in der nächsten Runde hier sein wird. 4. Also theoretisch gehen wir mit der Armee dann auch schon an das gegnerische Hauptquartier heran. Vielleicht sogar mit beiden Armeen. Hier haben wir natürlich ein Sumpffeld, das müssen wir dann mal schauen. Aber ja, führen wir noch die Angriffe auf Nava durch. Also wir haben eine Verschanzung von 3 und können sie schon zumindest mal auf ein Level von 1 herunterbringen. Und machen hier sogar noch einen Glückstreffer. Och, ja, jetzt hat er einen Glückstreffer gelandet. Aber die Verschanzung ist zumindest auf einen Wert von 1 herunter. Wird am Ende dieser Runde dann auf 2 wieder hochgehen, aber das ist ja schon mal ein erster Fortschritt. Verlegen noch unsere Luftwaffeneinheiten. Gut, ja, und weiter kommen wir an dieser Stelle nicht hinterher. Aber viel mehr können wir an dieser Stelle nicht durchführen. Wir werden uns hier noch um die Partisaneneinheit nördlich der Sümpfe kümmern. Ich bin ganz froh, dass er sie hier nicht herausgezogen hat. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob wir vernünftig hinterhergekommen wären. Ja, 0-0er Angriff. Kämen dann noch in die Stadt hinein. Ja, also wir probieren es auf jeden Fall mal. Vielleicht haben wir ja doch einen Lucky Punch. Ja, sehr schön. Das hat gut funktioniert. Somit ist dieses Korps noch frei zum Hinterherrücken. Die Einheit geht nach Minsk rein, dann können wir schon mal mit den restlichen Einheiten weiter aufmarschieren. Ja, die Garnison bringen wir schon mal an das Partisanenfeld heran und werden dann in der nächsten Runde dieses Partisanenfeld hier südlich auch besetzen, beziehungsweise bleiben hier zwischen Minsk und dem Partisanenfeld stehen oder dem südlichen Partisanenfeld stehen, sodass wir beide Felder mit einer Einheit unterdrücken können. Rücken mal auf, soweit wie es geht. Und ziehen auch diese Reserveeinheiten so weit hinterher, wie es geht. Sehr schön. Ja. Das Korps rückt noch auf, das brauchen wir ja nicht mehr. Und dann können wir diese Einheit noch im Gewaltmarsch nachziehen. Dafür müssen wir aber erstmal mit der Heeresgruppe Mitte Platz machen. Und dazu werde ich mir nun Gedanken machen. Wir sehen uns gleich wieder. Als nächstes ziehen wir dann unsere Heeresgruppe Mitte und schauen mal, wie weit wir uns an Moskau so heranarbeiten können. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ist Kaluga frei? Nee, Kaluga ist besetzt. Dann müssen wir auf jeden Fall mit dem Panzer nachrücken, keine Frage. Was ist denn wohl mit Tula los? Ja, das schauen wir gleich mal, wie wir uns da im Süden bewegen. Ja, die Division ziehen wir hier zwischen die beiden Partisanenfelder, sodass wir sie da passend unterdrücken können. Gut, kommen wir denn noch weiter voran? Ja, hier ist schon mal eine sowjetische Armee in den Verteidigungsanlagen drin. Dann sollten wir als allererstes einmal schauen, dass wir den Norden in irgendeiner Form für uns sichern und Rischew bekämpfen. Wir setzen einmal unseren Panzer ein. Das sieht gut aus. Ziehen den Stuka hinterher. Rücken mal auf. Bringen die Armee heran und die wird es hoffentlich richten. Ja. Mal schauen, wir kämen mit dem Panzer ja noch ein Stückchen voran. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht.
Wie ist denn die Versorgung? Nee, dafür müssen wir das Rischiff einnehmen, um zu sehen, wie sich die Versorgung entwickelt. Das Hauptquartier geht auf jeden Fall mal nach Vyasma rein. Das sollte dann nochmal einen Boost für die Versorgung geben. Ja, dann würde ich sagen, arbeiten wir uns an dieser Stelle mal ein Stückchen weiter an Kaluga heran. Wobei wir mit dem südlichen Panzer Tula einnehmen könnten. Das wäre ja sehr schön, wenn uns das gelänge. Wir können doch noch nicht so richtig in die Richtung scouten. Null-Einser Angriff, Null-Zweier Angriffe. Ja, und wir haben hier natürlich noch unsere Luftwaffe. Mit etwas Glück kriegen wir hier dieses Korps dann auch noch aus dem Feld geschlagen. Ich denke, das sollten wir als allererstes einmal probieren. Oh, gegnerische Abfangjäger fliegen. Irgendwo mussten sie ja auch wieder sein. Aber wir erleiden Gott sei Dank keinen Schaden und werden, um eben diese Stadt zu besetzen, doch nochmal nachsetzen. Und ein zweiter Abfangjäger ist auch in diesem Bereich. Dann sollten wir auch mal schauen, ob wir nicht Jäger, auch unsere eigenen Jäger, in diesen Großraum bewegt bekommen. Wir haben hier jetzt noch zwei Angriffe frei und würden mit ziemlicher Sicherheit die Einheit werfen können. Das probieren wir jetzt auch nochmal und probieren es aus, ja. Nee. Ja, was machen wir? Gehen wir direkt auf Kaluga, um die Stadt zu erobern, um darüber den Weg in Richtung Osten weiter vorzubereiten. Wir hätten dann mit einer zusätzlichen Versorgungsquelle eingenommen. Wir schauen mal, ob Tula überhaupt frei ist. Tula ist frei. Nee, dann fahren wir jetzt auch nach Tula hinein und nehmen die Stadt und werfen hier nochmal die gegnerische Einheit, kommen aber leider nicht mehr nach Kaluga hinein. Die kommt auch nicht mehr vor, die kommt auch nicht vor. Ja, schade, da stehen wir jetzt in den Feldern so ein bisschen fest. Wir lassen mal die Fallschirmjäger aufrücken und ich hoffe mal, dass wir sie noch bereit machen können. Aha. Somit haben wir sie dann auch für die nächste Runde eigentlich gut präpariert. Sie können 6 Felder weit springen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kämen also sogar schon in den Großraum Moskau hineingesprungen. Ärgerlicherweise haben wir Kaluga nicht nehmen können, aber wenigstens ist mal die Einheit aus dem Felde geschlagen. Wir nehmen Rischew ein und rücken hier jetzt aus dem Norden auch weiter heraus vor. Ja, das funktioniert leider nicht. Wie kriegen wir denn unsere Armeen noch hinterher? Ja, das Korps steht hier sicherlich nicht verkehrt. Schwenken mit der Armee ein Stück weit in Richtung Süden ein. Holen den Stuka noch hinterher. Ja, und die Versorgung ist auch ganz ordentlich in der nächsten Runde. Ja. Orel wird besetzt. Also die Armee hier in Brianz, da weiß ich nämlich nicht ganz genau, ob ich die eventuell verlege. Uns fehlt eigentlich noch ein Hauptquartier. Ich habe eben Armee gesagt, ich meinte natürlich Hauptquartier. Uns fehlt irgendwo noch ein Hauptquartier im Bereich Stalino Mariupol. Also ich tendiere im Moment mehr dazu, diese Armee aus Brianz einfach auch zu verlegen. Mal sehen, wie weit wir unsere Bombe auch noch bewegen, wobei dann wird die Versorgung schlechter. Also, ich überlege mir das noch und dann bewegen wir die Flugzeuge hinterher.
Ja, auf jeden Fall haben wir doch einen vernünftigen Kräfteansatz hier von Moskau. Wir haben nochmal zwei gegnerische Korps werfen können. Das war wichtig. Wir haben Tula als südlichen Angriffskeil schon mal einnehmen können. Und wir haben auch genügend Masse, um hier vernünftig voranzukommen. Eigentlich kann uns an dieser Stelle jetzt nur noch das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, und damit sind wir auch im Bereich der Heeresgruppe Mitte soweit durch. Wir werden auf jeden Fall nochmal Aufklärungsflüge machen mit unseren Jägern, um den Zug auch vernünftig im Bereich der Heeresgruppe Süd vorbereiten zu können. Hier steht schon mal nichts. Und wir wollten noch in Richtung Sewastopol scouten und die Stadt ist erfreulicherweise auch frei. Sehr schön. Das sind gute Nachrichten. Gut, dann mache ich mir als allernächstes einmal Gedanken zu unseren Bewegungen im Bereich der Heeresgruppe Mitte. Bis gleich. Heeresgruppe Süd. Entschuldigung, bis gleich. Als nächstes schauen wir uns dann die Heeresgruppe Süd an, beziehungsweise noch einmal das Hauptquartier in Bryansk. Ich hatte ja mit dem Gedanken gespielt, es in Richtung Stalino zu verlegen, aber nein, wir werden jetzt doch erstmal energisch weiter auf Moskau vorstoßen und da soll dieses Hauptquartier dann auch entsprechend unterstützen. Und da möchte ich mich an dieser Stelle auch nicht unnötig schwächen. Und insofern bewegen wir es mal weiter in Richtung Kaluga, sodass wir dann vielleicht auch in der nächsten Runde, nachdem wir die Stadt erobert haben, mit dem Hauptquartier hier hineinziehen können. Ja, im Süden werden wir als nächstes einmal unseren Vormarsch in Richtung Woronesch vorantreiben. Ja, das sieht gut aus. Wir marschieren mit unserer Armee hinterher. Das Hauptquartier kommt nach Kursk und wir müssten jetzt eigentlich eine recht gute Versorgung haben. 766. Ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus für den Angriff in der nächsten Runde auf Voronezh. Und wir holen unsere Jäger noch nach. Sehr schön. Die Fallschirmjäger lassen wir mal bewusst stehen, bringen sie aber in den Modus bereit machen. Die können wir dann entweder in der nächsten Runde in Richtung Woronesch fliegen lassen und abwerfen oder in Richtung Kantemirovka. Das sehen wir dann je nachdem, wie sich die Lage auf der Karte entwickelt. Ja. Gut, wir werden anstatt des deutschen Hauptquartiers jetzt doch einmal das ungarische Hauptquartier bewegen, genauso wie gleich auch das rumänische und bringen es einmal per Eisentransport in die Stadt Charkiw hinein. Auch damit sollten wir eine etwas bessere Versorgung erreicht haben. Ja, das sieht sehr gut aus. Und wir holen auch schon mal unser Korps hinterher, sodass wir die Ungarn doch relativ geschlossen als Verband hier stehen haben. Dann passt das auch wieder von den Unterstellungen her. Das war ja jetzt ein bisschen abgerissen aufgrund der unterschiedlichen Distanzen. Gut. Dann müssen wir Tangarok natürlich einnehmen. Sollten eigentlich ganz gute Angriffe hier mit unseren Motorisierte hinbekommen, ja, nehmen einen Schaden. Aber das können wir, ach, zwei Schaden können wir gerade noch so verschmerzen. Ich hoffe mal, dass Rostov vielleicht auch frei ist. Ne, da befindet sich natürlich eine gegnerische Einheit drin. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Nehmen auf jeden Fall mal die Mine mit. Schauen mal, wie die Versorgung im Moment so ist. Nicht so toll. Aber dann bewegen wir uns auf jeden Fall mit den Panzern auch schon mal an Rostov heran. Möchte aber zunächst einmal das Hauptquartier auch verlegen, um zu sehen, wie denn die Versorgung im Raum Stalino ist, wenn wir es denn hier positioniert haben. Und ja, sie wird auf jeden Fall schon mal angenehmer. Na, hier bekommen wir leider nur 0-0er-Angriffe hin. Die Einheit hat auch eine Verschanzung von 4. Und wir kommen mit unseren Stuka auch nicht herangezogen.
Insofern werden wir doch eher in der nächsten Runde dann mit vorbereiteten Angriffen starten, ja? Kriegen die Armee auch nicht schnell genug hinterher. Machen wir mal dann zu Fuß. Ja. Ziehen den Stuka hinterher, dass er auch in der nächsten Runde wirken kann. Also wir haben 0-0er Angriffe. Wenn das jetzt alles wunderbar 0-0 ausgeht, hätten wir die Verschanzung schon mal heruntergebracht. Ich denke mal, dass das im Sinne einer gewissen Dynamik vielleicht doch angebracht ist. Wir werden jetzt mal diese 0-0er Angriffe durchführen. Ja, erreichen mittlerweile sogar 0-1. Und haben jetzt auch die Verschanzung komplett heruntergenommen, ohne eigenen Schaden. Sehr schön. Das ist schon mal ein gutes Ergebnis. Dann werden wir also zu Beginn der nächsten Runde lediglich eine Verschanzung von 1 haben. Wir können die Stuka einsetzen. Haben auch Chor, die hinterherkommen, die die nächsten Angriffe durchführen könnten. Also sollte mit etwas Glück Rostow in der nächsten Runde auch fallen. Wir machen uns ein bisschen auf der Krim breit. Ja, Sevastopol ist ja leer. Ach ja, und wir entdecken leichten Kreuzer. Ja, den nehmen wir noch mit. Den Angriff, das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Der Jäger kommt nicht mehr so wirklich hinterher. Wo haben wir denn noch eine gute Versorgung? Also eher so Richtung Saporitscha. Gut, dann müssen wir noch mit unseren Garnisonen schlussendlich aufrücken. Wir haben so einige Partisanenfelder, die besonders ärgerlich sind. Das sind ja also diese Felder ohne dieses, ja, Industriezeichen. In diesen Feldern können also tatsächlich Partisaneneinheiten erscheinen und die sollten wir auch möglichst zügig und schnell besetzen. Deswegen auf jeden Fall der Marsch in Richtung Kiew, weil wir hier ja auch eine Versorgungsroute durchlaufen haben. Dann haben wir noch einen Partisan, der hier oben im Wald steht. Da kommen wir leider nicht heran, so wirklich heran. Wir rücken mal in ein halbwegs günstiges Feld vor, wo wir eine gute Versorgung haben. Ja, und können dann von hier aus weiter in Richtung Norden vorstoßen. Rivne hat einen wieder besetzt. Ja, und somit sind wir dann mit unseren Bewegungen auch an der Südfront soweit durch. Das sieht jetzt nicht so schlecht aus. In der nächsten Runde können wir auf Woronesch operieren. Wenn es das Wetter zulässt, Rostow könnte fallen. Ja, mit etwas Glück kommen wir auch schon relativ nah an Moskau heran. Ja, das sieht alles ganz ordentlich aus. Dann verteilen wir mal unsere neuen Einheiten. Wir haben ja 5 Garnisonen erhalten. Und wenn ich das richtig ausgerechnet habe, sollten jetzt 3 in den Norden kommen. Und 2 gehen nochmal in den Süden. Und dann müsste das so halbwegs passen, dass wir diese ärgerlichen Partisanenfelder besetzen können, in denen dann ja auch Partisaneneinheiten spawnen und erscheinen können. Gut, dann sind wir mit den Bewegungen soweit durch. Ich mache mir als nächstes einmal Gedanken zum Geld ausgeben und zu unseren Aktionen in der Wüste. Bis gleich. Dann machen wir uns als nächstes einmal daran, Geld auszugeben. Wir werden natürlich mit dem Deutschen Reich in die Forschung investieren und nochmal die amphibische Kriegsführung hinterherziehen. Das ist ja eine sehr schöne und sinnvolle Technologie, denn irgendwann werden wir ja auch mal in Richtung Großbritannien/England aufbrechen müssen. Gut, dann kaufen wir weitere Einheiten und wir können jetzt einmal wieder schön in Armeen investieren. 1, 2, 3 Stück sollen es werden. Dann schauen wir uns noch mal an, was wir so in der Produktionspipeline haben.
Also es kommen jetzt im November nochmal schrittweise zwei Korps hinterher, nochmal ein Jagdflugzeug. Das könnte man dann auch nach Frankreich bringen. Wir haben zwei Kavallerieeinheiten zur Bekämpfung der Partisanen. Wir ziehen mittlerweile drei Armeen hinterher, nochmal die Spezialkräfte. Also hier kommt nochmal einiges an Einheiten hinterher. Das ist ein ganz schöner Schwung an Verstärkungen. Und die brauchen wir auch, um uns auf die zukünftigen Aufgaben entsprechend vorzubereiten. Dann springen wir als nächstes nach Afrika. Im Moment ist eigentlich eine schöne Situation, wo wir unsere Einheiten nochmal upgraden und verstärken können, bevor es dann weiter in Richtung Osten geht. Und wir werden da doch nochmal eine kleine Verschnaufpause einlegen. Das Korps verstärken bzw. upgraden. Und wir bringen auch nochmal unsere Luftwaffe entsprechend wieder auf Vordermann. Und sind damit herunter auf 56 MPP, und das passt auch soweit. Und wir werden auch die italienischen Einheiten nochmal verstärken, sodass sie eben auch wieder ihre volle Kampfkraft erhalten. Ja, gut, das wäre es dann auch an dieser Stelle gewesen. Und wir springen mal nochmal zurück aufs Festland, um die italienischen Einheiten ein wenig zu verschieben, Tirana besetzen, weil es ein nationales Moralziel ist. Das Hauptquartier rückt auf. Auch diese Einheit geht in den Süden. Sie soll ja letztendlich nach Sizilien kommen, um dort Palermo zu besetzen, sodass wir auch relativ gut auf Sizilien stehen. Und das wären dann auch unsere Bewegungen am Festland gewesen. Der Panzer rückt auf, der kann leider keinen Gewaltmarsch machen, befindet sich aber hier in einem Feld mit besserer Versorgung, sodass das dann in der nächsten Runde auch durchführen kann. Und ich habe mir überlegt, dass wir die Artillerie auf jeden Fall aufs Festland holen. Dann rücken wir auch mal auf, soweit wie es geht. Und wir müssen ja den Seeweg in irgendeiner Form scouten. Und das werden wir jetzt mit dem deutschen U-Boot hinterher tun, dass wir einmal in den Hafen von Bengasi hineinbringen. Ja, und so können wir unseren Vormarsch langsam weiter in Richtung Jerusalem und Amman vorantreiben. Ich habe mir überlegt, dass wir die Italiener die beiden Städte einnehmen lassen, sodass sie nochmal ein bisschen mehr an MPP hinzugewinnen. Es ist nicht viel, aber naja, im Verhältnis zu dem geringen Einkommen der Italiener ist es dann doch schon mal ein bisschen mehr. Also insofern werden wir jetzt in dieser Runde auf jeden Fall keinen Vormarsch direkt nach Jerusalem hinein vornehmen, sondern einfach mal ein Stückchen weiter aufrücken und die italienische Armee, die wir momentan noch bewegen können, möglichst weit nachziehen. Gut. Die Pakt besetzt Gaza. Wir scouten mal weiter mit unseren Aufklärern. Das ist ja das Schöne an den Aufklärern, dass sie eine relativ große Sichtweite haben. Ja, wie gesagt, dieser vorgezogene Panzer käme nach Jerusalem hinein, aber das möchte ich an dieser Stelle ganz bewusst noch nicht tun. Mal sehen, wie die Versorgung in der nächsten Runde ist. 4, 3, 4, so toll ist es noch nicht. Dann holen wir mal den guten Rommel hinterher. 6, 5, 4, das sieht schon besser aus. Ja, und wir haben auch diesen Panzer nochmal bewusst in der Nähe des Hauptquartiers stehen lassen, um ihn hier einfach nochmal in der nächsten Runde verstärken zu können, sodass wir wirklich mit optimal ausgestatteten Einheiten weiter vorstoßen können. Die Italiener rücken auf, wir besetzen noch Suez. Ja, und sind somit an dieser Stelle dann auch im Bereich Ägypten durch, haben die Sinai-Halbinsel mittlerweile erobern können. Ja, und werden dann hoffentlich auch in der nächsten Runde ja, auf Jerusalem vorstoßen können. Vielleicht kommen wir auch mit dem Gewaltmarsch dann mit dieser Armee hinein, sodass wir erst die Deutschen hineinziehen und dann die Italiener. Aber das sehen wir dann alles in Ruhe in der nächsten Runde. Gut, dann sind wir an dieser Stelle soweit durch. Und drücken mal auf den roten Knopf. Sowjetische Partisanen verhindern die Versorgung. Okay.
Und das Deutsche Reich entwickelt die Luftabwehrwaffenstufe 1. Sehr schön. Es gibt Geld, 945 für das Deutsche Reich und 123 für die Italiener. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Papa Bär.